Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Daily deiner... Sieht bescheuert aus, hast du recht. Mit Daily deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin eine Sashi und ich wollte einen auf cool machen mit der Brille, aber haut halt nicht so hin. Und das ist Till und wir sprechen heute über den 1. Dezember. Und am 1. Dezember haben wir wieder ein berühmtes Geburtstagskind und das ist in diesem Falle Detlef Buck. Ah, Regisseur. Filmemacher und Schauspieler, ja. Ja, genau. NVA hat er gemacht, Sonderallee hat er gemacht. Ja, und den bekanntesten der 90er, Männerpension. Männerpension, ach so. Fand ich nicht so gut. Naja, aber es war Tim Schweiger und die Jenny Elvers hat mitgespielt. Und Jenny Elvers. Makatsch. Heike Makatsch, ja, stimmt, okay. Jenny Elvers, das war, glaube ich, das erste Mal, dass Jenny Elvers irgendwie zu sehen war. Ja, und die hat, glaube ich, gleich mal einen Rock gehoben. Ja, genau, die hat dann irgendwie... die ersten Szenen. Ja, genau, und da wurde sie mit bekannt und später halt... Und Heike Makatsch hat gesungen. Ja, da kann ich mich erinnern. Stand by your man. Ja, genau. Ja, aber Sonderallee war besser. Ja, auf jeden Fall. Ja, Sonderallee war richtig gut von Detlef Buck. Also da bin ich heute noch... genau, 1962. Achso, ja, wollte schon sagen. Sonderallee 62 war ein bisschen früh. Nee, 1962 Detlef Buck geboren. Ja. Und am 1. Dezember 1966 ist Ludwig Erhard zurückgetreten. Mhm. Ja. Und Kurt Georg Kiesinger kam in den Bundestag und wurde Bundeskanzler der großen Koalition von CDU, CSU und SPD. Das war auch. Ja. Also der Ludwig Erhard ist. Zurückgetreten vorher schon und der Kurt Georg Giesinger wurde dann diesen Tag 1966 am 1. Dezember Bundeskanzler. Ja. Hat schon einen gewissen intellektuellen Nährwert. Ja, genau. Mhm. Ja. Was hast du noch für den 1. Dezember? 1959 wurde der Antarktis-Vertrag in Washington von 12 Nationen unterzeichnet. Weißt du, was das war? Also es geht darum... den 6. Kontinent quasi zu verteilen. Aufzuteilen über die Nutzungsrechte. Ah, okay. Der wurde an dem Tag. Am 1. November 1959. Mhm. Was wir alles gelernt haben heute. Krass. Der Antarktis-Vertrag wurde am 1. November geschlossen. Kurt Georg Kiesinger wurde Bundeskanzler und Detlef Buck hat Geburtstag. Und Sashi sieht scheiße aus mit Sonnenbrille. Ja, stimmt, hast recht. Was zeigen wir nochmal? Das ist aber eine coole Sonnenbrille eigentlich, oder? Ja, bei anderen Menschen vielleicht. So ein bisschen wie Matrix. Kennst du Matrix? Nein. Ach, natürlich kenne ich Matrix. Ja, genau, so ein bisschen wie Matrix, oder? Ja, so ein bisschen. Sieht man eigentlich, jetzt in der Brille irgendwie die Kamera gespiegelt? Ist ja auch wurscht. Ja, egal. Ja, du kannst mich jetzt, nennen, wie du willst. Oder Morpheus. Du kannst mich der Auserwählte nennen. Der Auserwählte? Ja. Ich sage bis dahin, Cheerio, Miss Sophie, wir sehen uns morgen. Ciao.